Bei Alfons und Hildegard hängt in Sturm der Liebe der Haussegen schief. Hildegard möchte Nicole nämlich finanziell helfen, damit sie sich ihr eigenes Café kaufen kann. Alfons hingegen ist von der Idee nicht begeistert, denn seiner Meinung nach kennen sie Nicole noch nicht gut genug. Dann kauft die Hausdame tatsächlich das Café, hat Hildegard ihr hinter Alfons Rücken das Geld gegeben? Zur selben Zeit arbeiten Christoph und Eleni gemeinsam an dem Sanierungsprojekt. Das gefällt Markus nicht, der Angst um die Beziehung zu seiner Ziehtochter hat. Als er auch noch herausfindet, dass Christoph bei dem Projekt gelogen hat, muss er das natürlich sofort Eleni verraten. Wie diese darauf reagiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Montag um 15:10 Uhr in der ARD.